Ja, hallo liebe Modellbaufreunde, heute bin ich mal wieder hier und habe mir meinen kleinen Crawler, meinen einfachen Crawler von BL Toys mal mitgenommen und bin hier so ein bisschen im Schneefahren und den habe ich jetzt einfach so ein bisschen als Nachtest genommen und zwar, der war für meinen Sohn. Der ist 5 Jahre alt und hat ihn jetzt wirklich schon ein Jahr in Benutzung. Und da muss ich sagen, ich bin mega begeistert, wie robust dieses Teil ist. Also er hat schon wirklich viel ausgehalten. Ich habe auch schon 1-2 Reparaturen dran gemacht, aber nur Kleinigkeiten, das war jetzt nichts Schlimmes. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie der fährt. Also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder je nachdem, weil der ist wirklich richtig gut. Und vor allem auch robust, also das ist nicht so Zeug, was einmal irgendwo die Treppe runterfällt und gleich kaputt ist. Das ist ja auch immer ganz wichtig, deswegen. Also der macht auch Steigungen relativ gut. Die meistert der und vor allen Dingen, der wühlt sich auch durch jedes Terrain, wie ich gleich im Anschluss nach dem Intro zeigen werde. Und ja, also meine Kaufempfehlung hat er, ist jetzt schon ein Jahr alt. Das Einzige, was wirklich runder ist, ist der Akku. Der ist, ja, runder, aber das ist jetzt kein Thema. Da kann man einfach mal einen neuen kaufen. Das ist jetzt, kostet jetzt auch nicht die Welt. Ansonsten vom Aufbau her finde ich den sehr gut. Macht so ein bisschen den Eindruck wie ein Crawler oder beziehungsweise ein teurer Crawler, so sieht er auch aus. Wir haben mit dem Ding sogar schon einen Drachen zum Steigen gebracht, indem wir den einfach hier hinten angebracht haben. Der hat hier so eine schöne Reling und da ist der Drachen auch wunderbar in die Luft geflogen. Also das hat alles wunderbar geklappt, das macht er alles mit. Der nimmt viel, steckt viel ein und auch wenn der Oberbau so ein bisschen, ja, ein bisschen eine einfache Federung hat, hat er trotzdem vom Drop-Test her eigentlich alles, was man für das Geld erwarten kann. Also ich habe den damals gekauft für knappe 60 Euro neu und ja, ich kann nur empfehlen. Ich glaube, jetzt kostet er schon ein bisschen mehr, aber es ist wirklich eine Empfehlung, dieses Teil. Ich habe jetzt auch nichts dafür gekriegt, dass ich dafür Werbung mache, sondern ich teste ja immer ganz gerne einfach mal was, wo ich sage, das kann man mit gutem Gewissen weiterempfehlen und da ist der auf jeden Fall drin. Ja, nach dem Intro seht ihr jetzt gleich, wie der fährt und was er für Steigungen macht. Also wir haben uns jetzt einfach mal eine Steigung ausgesucht, die jetzt auch wirklich ein Rodelberg ist, der auch richtig glatt gefahren ist, wo Kinder schon mit Schlitten runtergefahren sind und das hat er wirklich gut gemeistert, wie ihr gleich seht. Ansonsten, ja, wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Anschauen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss vom Modellbauchecker. Der hat sich voll gemeldet.